Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines. Ich bin euer Moderator Sweet One Web und wir starten jetzt. Weiter geht's, ne? Letzte Folge haben wir hier so ein bisschen was gebaut, versucht ein bisschen Straßen zu entlasten und so und haben diesen Knick hier gemacht. Ich weiß zwar immer noch nicht warum, ich bin einfach noch dämlich, aber ist egal. So, und jetzt müssen wir als nächstes tatsächlich diese Straßen eigentlich hier alle erweitern, damit das mal ein bisschen straight ist, damit das auch ein bisschen so weggeht. Guck mal, jetzt fahren die da sogar lang und wo fahren die hin? Die fahren nach unten, anstatt dass die hier mit dieser... Okay. Und die fahren von dort nach da, die benutzen den Kreisel nicht. Ich verstehe nur nicht warum. Zu umständlich, zu anstrengend, keine Ahnung. Die Abfahrt benutzt auch noch keiner. Mal gucken, ob sich das noch ergibt. In der Planung. Ja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Strom herbringen. Kann ich ja nur von außen anbauen. Von ganz hinten. Aber ich muss ja eh noch erweitern. Scheiße. Das heißt, wir müssen erstmal alles auf vierspurig umstellen. Jetzt haben wir erstmal ein paar tausend. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Erweiterung betreiben. So. Ich denke auch, dass diese Firmen hier keine Zukunft haben. Ja, ich muss noch viele freischalten. Ich muss aber erstmal hier einen vernünftigen Knick reinbringen. Kann ich doch auch irgendwie verschieben. Nein. Das Ding ist auch schon bald voll. Ah, ich kann es nur verschieben ins Leer. Scheiße. Und jetzt eine Zufahrt eh von der Seitenstraße. Okay. Dann ballern wir mal das Gebäude, was da entstehen soll, weg. Ich muss dieses ganze Industrieding neu machen. Scheiße. So. 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 Erstmal übergangsweise, dass wir hier ein bisschen was haben. Das Ding ist nämlich bald voll. Ich weiß, die Industrie verlagert sich. Aber ist nicht schlimm, die Industrie hat so Chancen, neu zu wachsen. Ja, ich weiß, ich brauche immer noch mehr Strom. Viel mehr Strom, ich weiß. Hätte ich fast geschafft, aber sollte leider nicht so sein. So.
Das hier ist ja die Hauptstraße. Die Hauptstraße wird ja nur vierspurig umgeschubst. Also so. Dann bis hier hinten. Und dann bis dahin. Dann kann man auch noch so. Dann würde ich ja eher so, 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 so. Da wieder anbinden. Oder von dort aus dann nach da gehen. Das ist ja egal, aber hier kommt ja nichts anderes mehr hin. Das ist es ja. Hier kommt ja nichts anderes mehr hin. Industriemäßig oder industrierelevantes kommt ja hier nichts mehr hin. Und dazwischen kann man ja so kleine Spuren lassen. Okay, jetzt machen wir erstmal die Stromversorgung, dass wir hier... optional optimale Mengen haben. So. Jetzt würde ich das Ding dann auch wieder auf 100 runter machen. Ich weiß nicht, ob es dann noch reicht, aber das ist egal. Naja. Immerhin haben wir erstmal so ein kleines Loch gestopft. Ja. Gut. So, wassertechnisch ist hier alles voll am Start. Das ist auch schon eine sechsspurige Kacke hier. Das wollte ich auch gar nicht, aber ist egal. Geht's vielleicht auch ein bisschen schneller. Oh. Das Ding ausmachen. Und dann das so laufen lassen. Und das hier auch alles ausmachen. Ich will da ja keine. Ich will das ganze Prinzip ja beschleunigen, nicht verlangsamen. Ja, du, in der Stadt gibt es immer wieder welche, die da ausfliegen oder whatever, aber ist mir egal. So. Die können dann nämlich alle so dahin. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, dass die hier so außen dran kommen, aber ist egal. Dann kommen die zumindest von hier nach da. Eine kleine Feuerwehr müssen wir auch noch hier hinbauen. Willst du mich verarschen? Ah, das ist eine Arztpraxis. Ah, Müllwagen hat Vorfahrt hier. Was ist los? Ja, ich baller hier auch noch eine Feuerwehr hin. Vielleicht auch hier hinten mal noch ein Stück weiter. Die sechsspurige Einbahnstraße. Die sechsspurige. Kann man ja noch so ein. Kleines Stückchen so bis dahin verlängern, so, dann kann man da noch so ein Ding hinknallen. Ja, und wenn die jetzt tatsächlich alle darüber, ich könnte diese Straße ja dicht machen, dann würden die alle so fahren und dann von dort aus, aber dann wird sich das da ja auch wieder stauen. Ja, aber auf jeden Fall sieht das hier schon mal besser aus, sehr schön. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal Abwasserrohre. So, Wasser ist da. Nicht genug Geld. Okay. Gut, wenn die von der anderen Seite kommen. Ja, schön, okay. Aber dass sie da nicht zurückfahren, um dann nach da zu fahren, ist ärgerlich.
Ja, gut, bringt auch nichts. Nee, nee. Ich glaube, diesen Knick hier könnte ich wegnehmen. Weil die Leute fahren ja eh hier, hier und dann hier. Und dann müssten die halt hier so rum, hier runter, da alles abliefern. Dann könnten die hier lang und dann wieder zurück. Ich denke mal, das könnte sogar eine Beschleunigung sein, wenn dieses Stückchen hier wegfällt. Ja, dann fahren die da auf jeden Fall mehr lang. So. Das will ich mal probieren. Ach, guck mal, siehst du schon, wie das genutzt. Weil dann können die hier nämlich auch so nach da fahren oder nach da wegzimmern. Ja, 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 ich muss Straßen bauen. Freunde. Oder nicht ewig gleich hier. Bis wohin ist es? Ah, okay, das ist bis hinten. Habe ich das durchgemacht. Alles klar, cool. Zack, zack. Ja, jetzt laufen die Leute aus der Stadt raus, jetzt bauen sie die Stadt wieder, bauen sie die Stadt weiter auf und dann kommen sie alle wieder zurück. Das kennen wir doch schon. Jetzt bauen wir erstmal 800 Kröten. So. Ach, haben wir schon. Ja, guck mal. Zack. Jetzt bauen wir nochmal 800. Ja, 1, 2. Brauchen wir jetzt. Die nächsten, die hier lang gehen, gehen richtig lang. So. Jetzt brauchen die quasi nichts von nichts, weil die haben jetzt nichts. Ich meine alles. Prinzipiell ist es jetzt eigentlich ein weiterer Weg, aber es ist hier jetzt nicht mehr so ein Stau, ne? Und auch da kommen die Leute jetzt alle vom Fleck. Das will ich auch noch umbauen. Ich muss auch noch ein paar Mülldeponien bauen. Ja, das muss eigentlich auch eine vierspurige ausgebaut werden hier. Das ist nämlich das Problem. Okay. Scheiße. Ich überlege gerade. Hier schon mal eine vierspurige. Ah. Oh. Oha. Okay, ich muss Pause machen. Stadt ohne Strom. Flop.
jetzt hat die Stadt wieder Strom. Jetzt geht die Trasse auch direkt nach da oben hin. Sehr schön. Und dann kann man hier eine Deponie hinknallen, weil das ist direkt an einer schönen vierspurigen Straße. So. Jetzt fahren die erstmal zurück, die lernen sich, die fangen an zu fahren. Dann nehmen wir noch eine Gesetz und dann kommt die da nämlich am Ende auch hin, wenn die nämlich leer ist. So, hier ist jetzt nämlich auch schon wieder das Kreuzungsproblem. Ich sehe das schon. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich finde es ohne geht's einfacher, ist viel entspannter, viel schnicker, geht viel schneller. Einfach fahren, die fahren ja eh wie die Wilden. Siehste, sag ich ja. Was ich hier aber glaube ich ganz gut finden würde, wäre wenn hier so ein Stoppschild ist. Weil die müssten auf jeden Fall hier Vorfahrt haben. Ist jetzt ein bisschen mehr los, ich weiß, ist ja auch Müll, was entsorgt wird. Blabiblub. Ich wollte das jetzt noch weiter weg machen. Hätte ich aber glaube ich hier hinsetzen sollen. Weil hier ist halt schon so viel, was da steht. Und da läuft. Ja, egal. Oh, das sieht doch mal fett aus, ey. Ich überlege gerade. Wie machen wir das jetzt hier am besten? Das Ding ist ja schon so, wie es ist. Könnte ich eigentlich auch hier so einen hinknallen. Damit ich hier so eine Luxusstadt aufbauen kann. Ah, ich glaube, ich sollte die Luxusstadt lieber da aufbauen. Ich weiß es auch noch nicht. Erstmal sowieso nicht. Ich muss erstmal 100.000 färben, damit ich diese Stadt aufbauen kann. Oha, Wohnungsbedarf ist riesig. Gar nicht gesehen, so. Was? Wie kein Geld? Das kann doch nicht sein, dass ich da kein Geld mehr habe. So. Wollen wir das doch mal hier alles glücklich machen. So. Jetzt gehen noch 20 Leute weg. Pass auf, 17 nur noch. So, ja, ja, ja. Wir holen uns alles in diese Stadt zurück, du, was abgeht. Du, bam, boom, bang, puss. Bam, boom, bang, plus. Sobald das Ding komplett leer ist, werde ich es nehmen. Kann nur leere Gebäude verschieben. Verschieben nur möglich. Bin leer.
So, das sieht doch mal nicht so verkehrt aus. Oh. Ups, wir müssen abgerutscht. Wieder alles so einer Suite hier machen. Ja, sieht schon mal besser aus. So. Ich will nämlich genau wissen, was in dieser Stadt abgeht. 15 Euro der Quadratmeter. Das ist ja nichts, du. 1000 Haushalte. Autsch. So. Ja, ich weiß, ich muss noch viel bauen. Aber erstmal will ich jetzt ein paar Tausende haben. Ah ja, neues Grundstück. Ja. Warum habe ich hier schon eine Feldstätte gemacht? Warum rufen wir dich? Ja. Wir haben noch Geld. Ich sag schon mal vor für später. Ja, diese Industrie will ich auch noch mal komplett umbauen. Ich sehe es jetzt schon. Das, was tatsächlich bleiben wird, ist das hier, aber alles andere wird definitiv nochmal umgeflackt. Das gefällt mir überhaupt nicht, finde ich total scheiße. Erstmal einen Schluck trinken, ne? Ja, das muss auch noch bleiben, die will ich aber auch noch wegreißen, dann kommt das hier noch weg und ja, da muss ich noch einiges. Ich will auch die, ah gut, die sechsspurige Straße könnte man eigentlich schon lassen. Aber das, diese Straße bleibt auch, aber das auch. Aber ich weiß nicht, da muss ich noch irgendwas anderes reinziehen, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht. Ich werde mir mal die Tage was überlegen, dass ich, das wird hier wahrscheinlich komplett, ich werde jetzt mal glaube ich 100.000 zusammensparen, dann haue ich hier alles einmal weg und baue das hier komplett alles neu auf, weil irgendwie ist jetzt nichts dabei, was ich allzu hübsch finde, schön finde, toll finde, gut finde. Dann müssen wir uns nochmal was anderes überlegen. Auch diese Stadt will ich eigentlich gar nicht größer machen. Ich weiß noch nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool, so einen fetten Fleck, einiges hier, da, so einiges an Bindung. So, finde ich ganz schick eigentlich. Aber das hier, das ist totale Kacke. Das passt mir hier mit, oh, mit der Industrie überhaupt nicht. So, mal schauen. Also das will ich auf jeden Fall noch mal wegflanken, alles. Ach, weißt du, hier, wenn es hier leere Häuser gibt, ne? Das
Mir ist scheißegal. Weg die Kacke, ey. Meine Fresse, sollen wir hier auf den Sack gehen. 14 Euro der Quadratmeter. Was ist hier so der Preis? Kostet nichts. Geil. Alles umsonst. Alles umsonst. Da bezahlst du nix pro Quadratmeter. Och du heilige Bimbam. Ist das ein riesiges Teil. Aber hier ist auch noch alles frei. Hauen wir das Ding noch einmal mal da rein. Was für unterbrochene Stromnetze, Alter. Was laberst du? Das ist alles eine Verbindung. Ja, siehst du, jetzt staut sich das hier hinten nämlich wieder. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Nee, da muss ich was anderes machen. Das geht gar nicht. Das hier wird alles weggerissen. Ich spare jetzt erstmal, bis ich genug Cash habe und dann wird das Ding weggerissen. Da wird hier alles. Das ganze Ding hier von da bis da wird alles weggerissen. Dann werden tausende Häuser wieder leer werden, aber ist mir scheißegal. Die sollen die selber wegreißen und dann neu bestücken. Die Industrie gefällt mir überhaupt nicht. Das ist totaler Scheiß. Ich habe auch schon einen Plan, wie ich das machen will. Nee, nee, das wird neu gemacht. Definitiv. Vor allem, die sollen stehen bleiben, die dürfen eigentlich gar nicht fahren. Egal. Nee, nee. Passt mir nicht, passt mir nicht. Nee, nee, das wird in der nächsten Folge alles neu gemacht. Da will ich erstmal so 40.000, 50.000 haben in der Hand und dann. Nee. Das wird alles weg. Ist mir egal, das wird alles weg. Aber das wird auch alles nicht mehr in dieser Folge passieren. So, das war es nämlich schon wieder. Ich hoffe, ich habe die 20 Minuten schon wieder nicht drauf geguckt. Falls nicht, ja gut, es gibt auch die vorigen Folgen haben alle ein bisschen überlänger. Also von daher ist das nicht so tragisch. Haut gerne was in die Kommentare. Feedback, Kritik, News, Tipps, Tricks, Ergänzungen, Ideen. Was habe ich vielleicht vergessen? Was kann man noch machen? Was kann man anders machen? Ne? Haut es in die Kommentare, ich würde mich freuen. Das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.